noch geholfen hat, gab es ein Reich voller Magie und fantastischer Abenteuer. Ihr alle seid nun die Heldinnen und Helden dieser Märchenwelt. Bleibt tapfer und gebt gut Acht. Von nun an ist nichts mehr so, wie es zu sein scheint. In diesem Reich wird gezaubert, verwandelt, verhext und gemeinsam so manches Abenteuer bestanden. Herr Feuermann-Kärtchen. Ja, Sie sind ein... sauber macht. Ergreift nun die Lampen und richtet ihren Schein auf die Spinnennetze. Was jetzt geschieht, ist pure Hexerei. Jetzt startet du mit zu putzen. Ihr wart ja richtig fleißig. Bevor nun aber die Hexen zurückkehren, sollten wir uns lieber rasch auf den Weg machen. Des Riesenfüße. Gleich wacht er auf. Den Wald um euch herum. Ja.
Die Schatzhöhle ist verschlossen. Oh nein. Probieren wir es mit einem Zauberspruch. Sprecht mir nach, so laut ihr könnt und wartet ab, was passiert. Sesam, öffne dich. Und nun, alle gemeinsam. Sesam, öffne dich! Den Kopf halten und so müsst ihr die Füße stellen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist es, was euch in der Welt forthelfen wird. Und dann flog sie ein kleines Stück.
Nach diesem weiten Flug sind wir sanft gelandet. Weltknäpp. Seht ihr die Wunderlampen? In ihnen verbergen sich wundervolle Quellen. Leuchtet die Wunderlampen an und hört genau hin. Tiefen des Meeres geführt. Hört ihr auch das Rauschen und Gurgeln der Wellen? Ganz weit draußen auf offener See. Wer Perlen wünscht, muss in die Tiefe des Meeres tauchen. Und an der allertiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloss. Das war fantastisch. Dennoch ist es hier zu kalt für uns. Es ist besser, wir machen uns wieder auf den Weg. Aber halt, bevor es weitergeht, wisst ihr etwas davon? Wohin reist die Schneekönigin? Sie reist wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Dort ist Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und gut.
um sich verwandeln zu können. Richtet das Licht der Lampen auf die Steine und ihr werdet staunen, was sich dahinter verbirgt. Wir haben wahrlich magische Kräfte. Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber wie erstaunlich groß ist dein Mund? Was hast du für große Augen? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Maulwurf und seiner dunklen Stufe fort, weit über die Berge nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint als hier, wo es immer Sommer ist und herrliche Blumen gibt. Auf unserer Reise durch die Märchenwelten sollten wir gemeinsam etwas wagen. Seid kühn und traut euch ruhig, schließt die Augen und lasst euch auf ein kleines Abenteuer ein. Fantasie lässt Bilder entstehen, die nur ihr sehen könnt. Hört genau hin. Wie sieht euer Sommer aus? Herrlich, so ein warmer Sommertag. Aber jetzt nichts wie weg. Erinnert ihr euch noch an den Riesen, den wir vorhin geweckt haben? Er ist gar nicht gut gelaunt und hat obendrein auch noch schrecklichen Hunger. Müssen wir noch gemeinsam stark sein. Streckt die Arme nach oben und schiebt die Hecke kräftig zur Seite. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn durch. Und mach uns die Schnallen fest. Wir gehen zur Hochzeit.
Nehmt eure Lampen, richtet den Schein auf die Reifröcke und lasst sie tanzen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.